Hallo meine lieben Freunde zu der zweiten oder eigentlich der zwei Arten Aufnahme unserer siebten Crusader Kings Session von Schweiger und mir. Es gab leider etwas Unstimmigkeiten zwischen dem Computer, zwischen Schweigers Computer und meinem Computer, weshalb wir das Spiel neu gestartet haben und alles, was ich erlebt habe, offensichtlich Nein, das ist nicht unrichtig. Deine passiert Internetverbindung ist ist. entscheidend. Was ist meine Internetverbindung? Ist ein Scheiß. Bei mir hängen fünf Computer dran und haben es geschafft, weiter da zu sein. Ja, Vielleicht liegt es bei nein, dir. haben es nicht geschafft. Egal. Auf jeden Fall, die erste Überraschung, die ich habe, ist, unser Emirat hat Heil erobert. Hat Heil erobert. Das war der Ziel unseres Kriegs im Süden. Und scheinbar haben wir das geschafft. Aber dafür stehen da 3000 Mann vom Kalifen bei uns im Land rum. So, ein paar Dinge sind außerdem passiert. A small kitty is demanding your attention. Pet the kitty. Ich bekomme kind. Allow the kitten to follow you home. Ich Treten, bekomme treten, eine tritt Pet die Cat. Katze. Kick the kitty. Tritt die Katze. Wenn ich die Katze trete, habe ich eine 25%ige Chance, dass ich maimed bekomme. Was ist das für eine Katze? Ein Tiger? Tritt. Naja. Ja, was ist das für ein Scheich? Okay, soll ich die Katze mit heimnehmen? Ich weiß nicht. Ich mag Katzen. Ich nehme die Katze schon mit heim. So. Ja, außerdem bin ich etwas alt und deswegen fällt es mir nicht mehr so leicht zu kämpfen. Ich verliere Novice Fighter. Und was ist das? My Liege after being convinced by the Court Imam. Das ist das mit dem Sunniten nochmal. Mein Grand Vizier hat meinen Emir mir glücklich gegenüber gemacht. Das finde ich auch gut. Meyanasr of San'a was captured in battle and is now my prisoner. Perfect. Und my liege, the people of Scutarion have progressed beyond our own technological level. Ah, ich kriege wieder Forschungspunkte. Das ist aber nett. Und zwar noch einmal militärisch. Und ich kann die Military Organization erhöhen. Was bringt das? Die Armeemoral steigt und mein Supply Limit steigt. Und ich kann mehr Gewinn machen, wenn ich irgendetwas erobere. Ist nicht schlecht. Finde ich gut. So. Ich habe hier allerdings 3200 irgendwas Truppen vom Kalifen und mein Emir hat nur noch 250 Mann. Wir haben zwar ein Plus von 4% gegen deinen Kalifen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, woher das kommt, aber na gut, soll sein. Es gab eine Schlacht, eine, ja klar, Ja, eine ich hab's gerade offensichtlich. gesehen. Sonst wird So, was ist belagert, das? aber Special ich glaube Miner. auch, dass eure Revolte im Untergang geweiht ist. So, ich kann noch einen Commander einsetzen. Das werde ich jetzt auch tun. Das Problem ist, ich habe eigentlich nur Luschen an meinem Hof, zumindest commandmäßig. Naja, gut, soll sein. Hätten wir das auch erledigt? Geld habe ich auch kaum noch. Ich weiß nicht, ob ich gegen den Kalifen viel Hilfe bringen kann. Ich glaube tatsächlich, dass diese Revolte von uns scheitern wird. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das wird passieren. Ich unpause dieses Spiel. Ja, tu das. Aber was ärgerlich. Ich kann momentan quasi nichts machen.
Wieso? weil ich Ach gefangen so, bin, weil du deswegen gefangen bist. nichts machen darf und mein Regent will nicht, dass ich irgendwas mache. So, warte mal. Der Emir wird größenwahnsinnig und hat sich ein Scheichtum zurückgeholt gegen den zweiten relativ mächtigen Scheich in unserem Emirat und hat ihn auch eingesperrt. Stimmt das? Ja. Wow. Das ist aber nicht gut. Emirat auf Gilan. Na schau an, denn Emir hat auch ein weiteres Emirat gegründet. Ja, nur Gilan ist momentan in Revolte, das nützt mir nicht viel. So, wir gehen dann nach Hafa und ich glaube, ich werde meine Truppen auflösen, weil Hafa gehört in Merkel. Könnt ihr mir? Sehr gut. Ja, es gehört auch irgendwie dem Emir. Ah, warte mal, was ist das? One Children Lacks a Guardian. Warte mal, ganz kurz, darf ich nur auf Pause, weil ich muss den irgendwie einem Guardian zuteilen. Ja, auch eigentlich von dir, Lexe Guardian, oder darf ich kein Guardian sein? Was? Das Regent. Würde gerne einen. Ah, wenn ich mich als Guardian nehme, dann könnte ich ihn zu einem Krieger ausbilden. Das ist eine Möglichkeit. Ich werde mich als Guardian nehmen in dem Fall. Ich brauche einen guten Anführer. Ich hab zwar einen guten Anführer, aber sonst nichts. So, na gut. Ich mache weiter. Ich hoffe, ich überlebe es lang genug, dass er zu einem guten militärischen Strategen wird, der junge Mann. Armee ist müde, sie will nach Hause. Ah, fett, das ist mir gar nicht recht. Das gehört meinem Sohn. Was, wenn meinen Sohn, ja, wenn man einen Sohn umbringt, der Kalif? Das taugt mir gar nicht. Verliere ich möglicherweise mehr Regionen, als mir lieb ist. Auf diese Art und Weise. Man sollte sich wirklich zweimal überlegen, in was für Kriegen man Ich dabei kann ist. nichts dafür, das ist eine Revolte. Was soll ich tun? Wenn mein Emir diese Revolte wenigstens niederschlagen könnte, dann könnte er mich befreien nachher. Aber nein, wir verlieren das mit Pauken und Trompeten. Ich fürchte, meines geht auch verloren. Ich meine, ich will es jetzt. Ich sag's doch laut, aber irgendwie hoffe ich, dass ich im Knast sterbe. Jetzt bist du weg. Nein, jetzt bist du wieder da. Okay. Unsere Revolte hat genau keine Truppen mehr. Und woher nimmt der Kalif plötzlich diese ganzen Truppen? Vorhin hat er keine einzige Truppe gehabt. Und jetzt plötzlich rennen da 6000 Mann und dann noch einmal 3000 Mann einfach so rum. Finde ich nicht in Ordnung. Trotzdem haben wir ein Plus von 7%. Warum? Was haben wir occupied? Irgendwas dürften wir occupied haben. War das da? Kann das sein? Ja, tatsächlich. Könnt ihr jetzt bitte die Gebiete vom Emir belagern, nicht die von meinem Sohn? Ich glaube, Isfahan wird bald zu Bukhara gehören, wenn es weitergeht. Meinst du? Wie schaut das aus mit dem Krieg? Habt ihr da so viel Minus? Aber der Kalif hat da plötzlich wieder 6000 Truppen rumrennen. Der soll sich dann nicht um die Revolte kümmern, sondern mehr um den Krieg im Osten. Ich meine, sind wir uns ehrlich? Ach. Ja, genau, belagert meine Gebiete. Hat schon recht. Tun sie eh nichts, sie gehen eh weiter.
Devious Place und Devious Plots, was? Sie wollen meinen 2-jährigen Sohn umbringen? Ah, warte, 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 verdammt. Ah, Gott, Entschuldigung. Was ist da? Eine Tochter? Mein Sohn hat eine Tochter, gut. Mein anderer Sohn hat einen Sohn, ist auch gut. Und der dritte Sohn von mir, also einer von den Zwillingen, von den Jungen, ist mit dem Tode bedroht. Das heißt, den werde ich in Hiding schicken, der ist 2. Mit 2 kann man ihn ruhig noch verstecken. Wenn er dann 6 ist, kann man ihn rausholen aus dem, Versteck. So. Ja, jetzt belagern sie Hafer. Ist eh klar. Wie wäre es, wenn ihr irgendetwas belagert, was dem Emir gehört und nicht seinen Untertanen und Vasallen, die nichts dafür können? Oder fahrt übers Meer und erobert dort Zypern? Das sind immerhin die Anführer von dieser Revolte. Blöder Damian. Der heißt Damian. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich an meinem Court Gefangene habe. Ja, die könnte ich ja vielleicht verkaufen. It has been some time since the members of the Tradition Faction have met. Send out the invitations. Heavy reinforcements since I came to... Ja, super. Schön für euch. Ransom Prisoner. Hey, dafür zahlen sie mir 25 Gold. Na klar, machen wir doch. 25 Gold sind 25 Gold. Was ich mir weiß, was ich sonst noch habe. Da habe ich noch einen Prisoner. Okay, ich werde jetzt einmal Discontent Wards meinen Emir machen. I have decided to undermine bla bla bla. Denounce him before the assembled lords. Ja. I only managed to make them more loyal. Na super. Ich bin so unfähig. Aber immerhin, ich vielleicht solltest du immer probieren, das Gegenteil von dem zu erreichen, was du eigentlich haben willst. Naja, stimmt eigentlich. So, ich habe dann noch einen traurigen in meinem Team, den werde ich auch freisetzen. Für 10 Gold, naja, der ist nicht so viel wert. Yasaman Yusuf Dokt gave birth to a stillborn little child. Okay, was ist denn das? Das ist meine Nichte. Die ist mir eigentlich egal. So, ich bin noch einen von meinen Gefangenen los. Schau oder was anderes. Noch eine Gefangene. Die Tabitha. Also irgendwie. Ja, 10 Gold sind 10 Gold. Vielleicht können wir irgendwas Gescheites leisten für das ganze Geld. Oh, da ist noch eine Frau. Gut. Naja, zumindest war der Krieg nicht ganz unprofitabel. Ich habe jetzt schau, wir sind wieder Teil von eurem Reich. Finde ich gut. Lang lebe das Abbasidenreich. Warum ist dieser Krieg geendet? Was? Welcher? Eure Revolte. Warum hat er aufgehört? Ja, weil dort 9000 Er dürfte gestorben sein.
wenn da 9000 Leute vom Kalifen rumgerannt sind und von uns nur noch 300 Leute da waren. Ich glaube, der Anführer ist gestorben. Das kann auch sein. Under suspicious circumstances. Ja. So kann man eine Revolte auch beenden. Das hat der Kalif oder wer auch immer sein Regent ist, nicht schlecht gemacht. Jetzt gibt mir der sich Bukhara. Das ist eh schon Zeit. Stimmt, ja. Das könnte vielleicht sogar gewinnen, weil das sind auch nur 6000 Mann da drüben und der Kalif müsste eigentlich auch circa so viele haben. Na super, so werden meine Truppen ja nie wieder zurückkommen, wenn ich da Türen habe in meinem Land. Ach. Was ist mit deinem Land und mit deinen Truppen? Okay, ganz kurz noch. Ich kann ja momentan gar nichts machen. Eine von den wenigen Dingen, die ich machen kann, ist meine Truppen ausheben und in die Schlacht schicken. Das könnte ich. Allerdings habe ich es geschafft, im vorvorletzten Krieg oder so meine Truppen sinnlos zu verheizen. Das heißt, momentan warte ich immer noch auf Reinforcements. Die gehen sehr langsam vor sich, weil mir die richtigen Gebäude noch fehlen. Mhm. Momentan kann ich nur knapp 700 Truppen ausheben, was nicht sehr viel ist. Und wenn ich dann mal so weit bin, werden es mal 1000. Mein Emir hat 1200 Mann im Krieg, also unter Waffen gerade. Die wollten 2100 Mann unter Waffen. Das heißt, meine Truppen, wenn ich sie der Armee des Emirs anschließe, könnten dann einen großen Unterschied ausmachen, wenn sie irgendwann einmal so weit wären, dass ich sie ausheben kann, dass es ein paar Leute sind. Aber da jetzt Dürre in meinem Land ausgebrochen ist, wird sich das noch ein bisschen länger, ein bisschen weiter verzögern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich fürchte, wenn, bevor ich meine Truppen parat habe, es zu einer Entscheidungsschlacht kommt, und zwischen den momentan beiden Hauptarmeen ist diese Revolte erfolgreich beendet. Jo, so schaut's aus. Mhm. Sonst mache ich momentan nichts. Also ich schaue jetzt nur, ob ich neue Truppen kriege oder nicht. Was will der unabhängig. Ja. Das ist cool. Ich kann Cheat. Jetzt. Ja, es kommt zur Haupt. Schlacht und ich. Nein, ich muss jetzt meine Truppen ausheben. So. Jeden Tag kommt es jetzt an. Was? Jemand will meine Tochter umbringen? Ach, ich habe zu viele Kinder. Jeder will meine Kinder töten. Ich könnte jetzt einen Weak Claim gegen diesen zweiten Typen machen. Also, es sind noch 840 Mann. Ich hoffe, dass sie rechtzeitig kommen zur Schlacht. Das wird haarig. Ich sollte Generäle meinen Truppen voranstellen, aber ich habe keine. Ich werde einen Commander benennen. Warum will mein idiotischer Sohn keine Allianz mit mir? Der wäre absolut perfekt jetzt. In der Allianz. Ich kann nämlich gegen diesen anderen Scheich, gegen den anderen starken Scheich in unserem Emirat, hätte ich einen Kriegsgrund. Aber der hat Truppen, die sind genauso stark wie meine circa. Also wir haben circa gleich viele Truppen. Wenn ich meinen Sohn dazu bringen würde, dass er mit mir eine Allianz eingeht, dann könnte ich ihn davon überzeugen, dass er mit mir in den Krieg zieht. Ich frage mich gerade, ob ich meinen Emir überzeugen kann, dass er mit mir eine Allianz macht. Immerhin ist er auch verwandt mit mir. Nein, kann ich nicht. Ha! Okay, jetzt wieder zu wichtigen Dingen. Ja. Also. Es ist folgendes. Ja. Interpris haben die Rebellen die Belagerung erfolgreich abgeschlossen und setzen ihre 2000 Mann starken Truppen jetzt in Bewegung Richtung Karakan, wo die Truppen des Emirs stehen. 1300. Die Lage für den Emir
sieht nicht sehr gut aus. Er ist unterlegen. Ich habe jetzt meine Truppen, es sind 48 Mann, ausgehoben und auch in 48. Richtung Karakanum gesetzt. 840. 840, gut. Sie sind jetzt am Weg, sie werden später eintreffen, also die Schlacht wird schon unterwegs sein. Ich hoffe, sie wird noch nicht entschieden sein. Allerdings habe ich ein Problem, weil ich habe überhaupt keine geeigneten Kommandanten. Deswegen bin ich jetzt zu den Trieger gegangen und habe einen Soldaten an meinen Hof eingeladen und habe sogar Glück gehabt, habe einen guten einen erwischt, der einen guten Wert hat. Warum mein Marschall selber jetzt nicht, okay, Weil ich werde da vielleicht, weil du jedenfalls den da. Marschall eingesetzt hast irgendwie in Das, deiner ja, dann, Provinz. Ich ja, glaube, du kannst das werde den ich, werde ich. nicht zum Ich werde Kommandanten nach machen. herausnehmen. Doch, doch, doch. Ich nehme, ich mache Research Military Tech. Das lasse ich ihn so. Und Jetzt jetzt müsste ich zwei Leute haben, die ich meine habe. Ja, tatsächlich. Ich beide mit. Ja, das mache ich glatt. Jetzt haben wir eine gute Kommandanten und ab in den Krieg. Leute, ich hoffe, ihr macht einen Unterschied. Ich an Pause. was du nicht lassen kannst. Na gut, am 20. Oktober beginnt die Schlacht in Karakan und meine Truppen brauchen ein bisschen mehr. Ha! Meine Training Grounds sind fertig geworden. Die erhöhen meine Artillerie. Das ist auch gut. Zeit, Was? wenn ihr alles was du tust, ist auch Darf ich ganz wichtig. kurz? Warte, Irgendeiner von meinen Mündeln will irgendwas von mir. My kinsman Huisha makes sure everyone gets exactly the same amount. Ach so, I'm proud of him. Er kriegt just und time to explain how the world works. Er verliert just. Okay, ich bin proud of him. Entschuldigung, kann man gut. wieder machen. Ja, am 13. Oktober komme ich in Marrakesch an, das ist neben Karakan, dann weiß ich, wann ich in Marrakesch sein werde. Bin ich schon gespannt, wie viele Tage nach Beginn der Schlacht das sein wird. Ah, einen ganzen Monat! Die Schlacht wird vorbei sein, bis ich da bin. Oh. Warum habe ich eigentlich auf denen Reclaim? Hat der irgendeine So, Frau, die... die Schlacht hat angefangen, die Entscheidungsschlacht in Karakan. Und momentan, okay, passiert nicht viel. Ich Ja, am brauche noch Anfang drei passiert Wochen, bis ich nicht sehr dort bin. viel. Ich brauche noch 3 Wochen, bis ich dort bin. Oh. Bitte halt durch, Emil. 19. November ist der Stichtag, bis da muss er durchhalten. Noch schaut's gut aus. Aber er verliert sie, es ist jetzt schon klar, dass er sie verliert. Aber 2 Wochen noch. Dass er verliert, war abzusehen. Ich meine, das sind fast doppelt so viele Truppen. Ja, jetzt ist gerade ein Flügel weggebrochen. Ah, oh, verdammt. Meine Jetzt ist Leute noch sind einer gleich da. weggebrochen. Ja, es wird zu spät sein. Es wird zu spät sein. Und die Moral ist jetzt schon im Eimer. So. Ja, ich sehe es. Aber ich So. fürchte, die Schlacht verliert sie trotzdem ziemlich deutlich. Ja, super, ich habe es gerade geschafft, rechtzeitig zu kommen und zu füllen. Um selbst eine auf den Deckel zu kriegen. Na gut, das war ein Desaster. Es ist nicht wirklich 1 Woche früher und es hätte anders ausgehen können. Immerhin, meine beiden Kommandanten sind nicht verstorben. So.
Und Geier, laufen die? Die Die laufen immer fliehen jetzt durchs mehrere. halbe Reich? Ja, die fliehen immer ein größeres Stück. Ist das noch nicht aufgefallen, wenn sie verlieren? Sie fliehen nicht Nein. ins, in die Nein. Nachbarprovinz, sondern weiter. Aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen. Die nächste Revolte. Aber Sind wir die da wieder ist dabei? eher bescheiden. Wo ist Ah die? nein, Oder das das ist wieder sind wieder die Jordanien. Dings, das sind wieder die Syrer. Jordanien eigentlich, stimmt. Wow, 6000 Mann hat der da. Puh. Der kann schon was. My liege, after being convinced by the court, bla 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 bla. Und noch eine Sunnitin bei mir im Reich. Ich habe ein Budgetdefizit. Irgendwie läuft's nicht. Stelle ich fest. Ja, oi. Ich sehe gerade, die Schlacht in Isfahan verlieren wir auch. Also der Kalif verliert die auch. Was hat er da gemacht? Der Wahnsinnige. Wo sind die ganzen Truppen hin? Der hatte doch vorhin so viele. Ja, irgendwann einmal wird eine von diesen Revolten doch durchgehen, nehme ich mal an. Ich frage mich gerade, warum hat die Revolte in Jordanien vorher nicht funktioniert eigentlich? Die waren doch stärker als der Kalif und die haben auch Sachen erobert. Da waren wir doch im, da, die waren doch im Plus im Vergleich zum Kalifen, oder? Vielleicht hat der Kalif auch den Anführer umgebracht. Okay. Das kann nicht wahr sein. Was Mein ist da? Bruder, der Großvezier, hat jetzt innerhalb von 3 Monaten in 3 Provinzen einen Anspruch, einen Kriegsgrund fabriziert. Allerdings habe ich kein Geld, um das zu machen. Also greife ich auf den dritten jetzt. Ah, mein Mündel hat Nobis Diplomat gekriegt, obwohl er erst 7 ist. Nicht schlecht. Der könnte der Nachfolger von seinem, nein, doch nicht von seinem Vater. Von seinem Großvater werden. Und gerade das vierte Mal. Schon wieder einen neuen Kriegsgrund. Ich kann ihn wieder nicht nutzen, weil ich im Minus bin in der Stadtkasse. Das ist interessant. Weiter. Aber es gibt mir jedes Mal 10 Pietät, wenn ich den Kriegsgrund verweigere. Subject has petitioned me for justice. His daughter had supposedly been beaten by Marshal Tor while he was their guest, and the father is requesting Entschuldigung, compensation. Marshal Tor will be fined for his crime. Shadows on. Marshal Tor will be imprisoned. Shadows on. Und ich kriege Just. Schau's mir an. Und I don't believe this. The daughter must be lying. Uff. Gute Frage. Was nehmen wir da? Das ist alles irgendwie bläh. Super. Okay. Nachdem ich jetzt im Minus bin im Geld, weil ich zu viel ausgegeben habe, um einen dieser vielen Kriegsgründe, die mir mein Großvezier geschaffen hat, zu bezahlen, ist jetzt in Rumia eine Raubbande dahergekommen. A large band of robbers is prowling the countryside. Minus 33% Levy Size, minus 2 Support Limit, Supply Limit. Ja, meine Provinz ist gerade in. Das kommt davon, wenn ich gefangen genommen bin. Ach, nee.
Ja, was soll's? Aber warte mal. Nein, das kann ich nicht machen. Ich werde ihn feinen. Ja, er kriegt eine Strafe. Ich bin vielleicht nicht gerecht, aber nicht vollkommen ungerecht. Oh, meine Katze ist gestorben. Oh, schade, arme Katze. Mein Emir liebt mich im Übrigen. Wegen meines Bruders. Ich kann keine Plots aussuchen, finde ich nicht richtig. Du hast Sorgen. Ich Ja, kann gar nichts. ich bin so alt, ich möchte in Ruhm gehen. So, meine Ich Bauern würde mal fast sagen, rebellieren wenn gegen meine wirklich. Herrschaft. Echt jetzt? Ja. Ah, das ist aber nur irgendein Event, oder? Was macht das? Incompetent Ruler, Local Revolt Risk plus 5%. Auch das, weil ich im Minus war. Monetär. So, gerade habe ich es wieder geschafft, ins Plus zu kommen. Weiter solche Ereignisse hoffe ich zu vermeiden. Super. Zurück aus dem Hiding. Und vielleicht sollte ich mal wieder schauen, wer von meinen Leuten heiraten will. Keiner? Das ist irritierend. Ah, doch, da. Der Kord-Imam will heiraten. Ich hätte gern jemanden mit einem guten Stewardship. Die schaut gut aus. Nein, 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 nein. Okay. Ja, was ist mit dir Aguang hat passiert? meinem Emirat gerade den Krieg erklärt. Dieses Emirat, das seine eigene Revolte nicht ansatzweise in den Griff kriegt. Irgendwie bricht da jetzt alles zusammen. Die Muslims Ich würde jetzt mal vermuten, dass Hayek nicht lang. Was? Ich habe gerade ein interessantes Event gehabt. Darf ich mal auf Pause? Hast du das auch gekriegt? Nein, das habe glaube ich nur ich gekriegt. We Muslims believe in God and in that which has been bestowed from on high upon us and upon Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and their descendants and that which has been vouchsafed to Moses and Jesus and all the prophets by their sustainer. We make no distinction between any of them, and it is into him that we surrender ourselves. We must not condemn the Jews and Christians for their errors. Ich bekomme zwei Traits, die nennen sich Sympathy for Judaism und Sympathy for Christendom. Wow. Naja, wenn es sein muss. Ja. Das werden die anderen Moslems aber nicht gerne sehen. Ist mir wurscht, ob die Moslems das gerne sehen.
Christen und Juden mögen mich jetzt mehr, interessanterweise. To the heroic Sheikh Mohammed Al-Afshin, your wisdom and mercy are legendary. I accept your suggestion. Achso, na, das ist nur irgendeine Heiratsanfrage. Passt. Ich jetzt noch einmal. Das hat er doch schon. Achso, ein Novice Fighter hat er auch gekriegt. Mein Mündel. Noch sehr schön. Novice Diplomat, Novice Fighter. Okay. Was ist passiert? Wir haben schon wieder einen Krieg mit da oben. Wer ist da? Ach, schon wieder diese Typen. Das ist aber nicht Heik, mit denen wir da im Krieg sind, oder? Nein, nein, das sind die der Nachbarn. Genauso unsympathisch. Die wollen nämlich das Astamirat erobern. Das Also, ist und dein wenn sie den Emirat, Krieg oder? gewinnen, werde ich, genau, werde ich untertan von Christen sein. Das würde mir sogar nicht mehr. Interessant. Aber glaubst du, dass sie den Krieg gewinnen können überhaupt? Ja, weil der Kalif sich um andere Dinge kümmern muss und weil Ja. das Astamirat im Bürgerkrieg liegt, den es verliert, übrigens ganz entsetzlich. Ach so, stimmt natürlich, ja. Der Kalif schickt ein paar hundert Mann nach Norden, das wird nicht viel ausmachen. Naja, aber das Arzt irgendwas sind auch nicht so stark eigentlich. Nein, das Astamirat ist schwächlich, weil Achso, es gerade einen ja, ich Bürgerkrieg führt. meinte das, wie heißen die Typen da im Norden? Small spider makes my kinsmen who shall squeal and run for cover. This has started Aguan. to worry me. Some fears are good, but there are limits. Fear is the mind killer. Er könnte Brave kriegen. Er könnte Content bekommen. Content ist schön. Ah. Fear is the mind killer. Vor Spinnen fürchten wir uns nicht. Ja, und den Krieg gegen diese Perser da dürften wir auf jeden Fall auch verlieren. Da scheint jetzt nichts mehr Bukhara, ja, die erobern nachzukommen. Isfahan. Ja. Isfahan ist eine Das schöne wird Region. bald an Bukhara fallen. Übrigens, du solltest eine neue Aufnahme starten. Ja, Oder stimmt, du hast recht. entweder das, ich weiß noch nicht von der Zeit Ja. her. Also ich würde noch eine Session machen von dir. Okay, ich sage mal Tschüss an meine Leute.